keinen, er ist geboren, viele nicht, es wird darüber gestimmt. Aber das Ding wieder, im Monat wird vor allem von uns Team ziemlich genutzt, um das Leben des Propheten und seine Taten zu sprechen. Aber manchmal wird es ein bisschen übertrieben. Es wird manchmal Veranstaltungen organisiert, Vorträge gehalten, unter den Flaggen, sie werden immer mit ganz groß geschrieben. Aber meistens, worüber man da redet, ist, wann der Prophet geboren ist, wann er gestorben ist. Es werden sehr viele wichtige Themen aus Acht gelassen. Man sollte schon darüber reden, wann der Prophet gestorben ist, aber es sollte ein Teil von unserem Gespräch sein, nicht das Ganze, worüber wir reden. Viele sollten darüber reden, wie zum Beispiel, wieso Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten herabgesandt. Was waren seine Aufgaben? Welche Charaktereigenschaften hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wie ist er mit den Muslimen und Nicht-Muslimen umgegangen? Wie hat er die Frauen behandelt? Und so weiter. Es gibt sehr viele Punkte, worüber wir heute reden können. Aber ich besonders möchte heute einen wichtigen Punkt herausfiltern. Vor allem möchte ich damit die Jugendlichen damit ansprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit 40 Jahren Prophet geworden. Aber die Charaktereigenschaften hat er schon vorher gehabt. Deshalb wollte ich gerade mit Ihnen darüber reden, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Jugend, als er noch sehr klein war, verbracht hat. Genau. Weil die Zeit sehr knapp ist, möchte ich mich auf kleinen Teilen konzentrieren. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam